Hallo und herzlich willkommen hier in der Kälte auf Blue Frame Video. Ich bin gerade hier im Garten und habe gesehen, wir haben immer noch Februar 2018, klirrende sibirische Kälte hier. Da habe ich sehr klare Luft und habe gesehen, dass wir einen sehr schönen zunehmenden Mond haben. Man kann die Strukturen ganz klar und deutlich erkennen. Ich habe ja nachts schon mal einen Mond gefilmt, das Video verlinke ich mal hier unten. Und wollte jetzt in der blauen Stunde nochmal zeigen, dass der auch eine ganz andere Farbe haben kann und vielleicht sogar bessere Strukturen. Ich lasse den Mond mal so, ne, von hier, so, andersrum, ne? Den Mond mal so durchs Bild laufen. Die Kamera steht still, ist voll rangezoomt mit 2 Metern, noch den vollen Digitalzoom dazu. Und der Mond wandert einfach so durchs Bild. Da kann man mal sehen, mit was für einer Geschwindigkeit bei diesem extremen Zoom der Mond da durchgeht. Ist also alles 1:1 Geschwindigkeit. Und da könnt ihr euch das mal angucken und meinen Kanal abonnieren, weil hier kommt immer wieder was Neues. Und einen Kommentar in die Infobox abgeben. Habt ihr schon mal sowas gefilmt, fotografiert? Wie sieht das bei euch aus? Und wenn euch das gefallen hat, freue ich mich, dass ihr hier wieder einschaltet bei mir auf Blue Frame Video. Viel Spaß dann. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir den Mond drauf kriegen. So wackelt das zu viel, ne? Was ist das denn da links? Nochmal ranzoomen. Das weißt du da, was kann das sein? Das ist die Nikon P900 Coolpix jetzt in voller 2 Meter Auflösung plus Digitalzoom. Ich gehe mal wieder zurück und gehe nochmal weiter hier unten ran. Bild wackelt ein bisschen, schwierig einzustellen mit dem Stativ, aber ich glaube, man sieht schon ganz gut die Krater. Nochmal die andere Seite, bei dem Pol. Jetzt Schärfeprobleme. Und an den Rändern sieht man aber ganz gut die Krater. So, jetzt das Bild nochmal in ruhig. Man sieht sogar tatsächlich, wie der Mond durch das Bild wandert. Die Kamera steht also absolut still. Und der Mond dreht sich durch die Erddrehung mit einer rasenden Geschwindigkeit weg. Hier unten gibt es aber so ganz tolle Rieseneinschläge. Also jetzt auf dem Display der Kamera ist das Bild recht scharf. Wie das hinterher am Rechner ist, muss ich dann noch sehen. Und siehe da, der Mond ist gleich schon aus dem Bild rausgedreht, weil ich jetzt volle 2 Meter Brennweite habe und habe den Digitalzoom auch noch an. Das heißt, ich muss noch mal eben nachstellen. Ja, ich habe den Mond jetzt mal so ausgerichtet, dass er in das Bild reinläuft. Man sieht hier auch wieder diese Geschwindigkeit. Es läuft also das Video jetzt 1:1 ab. Ich werde das gleich, damit es nicht ganz so langweilig wird, mal schneller stellen und nochmal die Schärfe kontrollieren. Ja, bisschen matschig. Aber vielleicht sieht es ja gut aus. Dann lade ich das Video auch hoch. Jetzt müssen wir ungefähr in der Mitte des Mondes sein. Es ist ein bisschen windig hier, deswegen wackelt die Kamera ganz leicht. Ich versuche das natürlich zu stabilisieren. Und wir gucken uns gleich die Mondoberfläche mal an, wenn die aus dem Bild, aus der linken Bildmitte rausläuft, ob man dann die Erhöhung der Krater gut sieht. Also im oberen Bereich des Mondes sind nicht so viele Einschläge. Das sieht relativ glatt aus. Da ist nochmal so ein dicker Krater, der ins Bild kommt. Ah ja, jetzt geht's wieder los. Ich weiß nicht, ob das unterschiedliche Oberflächenstrukturen sind oder warum das da so aussieht. Aber man kann es doch deutlich erkennen. Ah ja, jetzt läuft er auch aus dem Bild. Und da kommt auch der helle Fleck wieder rein. Ich meine, da vorne steht die Flagge von der Mondlandung.